Hey Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Kochnoob wird heute ein Jahr alt. Ich möchte mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich total über die ganzen Aufrufe, die wir das ganze Jahr über gesammelt haben. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal einen leckeren Geburtstagskuchen. Dazu habe ich einen Rainbow Cake gemacht. Hier findet ihr die Zutaten, die ich dafür gebraucht habe. Ihr findet sie außerdem noch in der Infobox. Als Teig habe ich mein Basic-Kuchenrezept verwendet. Hierfür braucht ihr ca. 5x200 Gramm. Den Teig habe ich gleichmäßig in 5 verschiedene Schüsseln aufgeteilt, damit ich ihn anschließend in den 5 verschiedenen Farben färben kann. Wenn wir den Teig in allen Farben gefärbt haben, geben wir ihn nach und nach in eine Backform. Der Teig kommt dann bei 180 Grad für 10 Minuten in den Backofen. Um zu schauen, ob der Teig fertig ist, benutzen wir einfach die Stäbchenprobe. Wenn kein Teig mehr am Stäbchen hängen bleibt, ist der Teig fertig. Diesen Vorgang wiederholen wir für alle 5 Teigböden. Wenn die Teigböden fertig sind, schmelzen wir die Kuvertüre für die Buttercreme. In der Zwischenzeit können wir die Butter schon mal cremig schlagen. Anschließend müssen wir den Puderzucker unterrühren. Jetzt fügen wir die flüssige Kuvertüre unter ständigem Rühren hinzu. Wenn die Buttercreme fertig ist, tragen wir sie zwischen den Tortenböden auf. Um das Aufeinanderstapeln zu erleichtern, kann man einen Tortenring verwenden. Die Tortenböden werden jetzt nach und nach aufeinander gestapelt und mit Buttercreme bestrichen. Thank you.
Wenn die Böden aufeinander gestapelt sind, können wir die Torte mit der Buttercreme ummanteln. Je nachdem, wie viel Buttercreme ihr bisher verwendet habt, kann es sein, dass ihr nochmal welche nachmachen müsst. Am besten lässt sich die Buttercreme auftragen, wenn sie etwas kühl gestanden hat. Wenn ihr die Torte ummantelt habt, könnt ihr sie anschließend beliebig dekorieren. Ich habe hierfür einfach ganz einfache Streusel verwendet. Das war's auch schon mit dem Rezept für den Rainbow Cake. Ich möchte mich bedanken für dieses Jahr und freue mich schon aufs nächste mit euch. Schreibt mir doch mal, welches Rezept euch dieses Jahr am besten gefallen hat und wovon ihr auf jeden Fall gerne mehr sehen möchtet. Ich möchte mich hiermit bedanken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kochnoob.